Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Michel Franken Technologie Podcasts. Heute mit dem Thema alternative Suchmaschinen zu Google und Bing. Wer einen Browser wie zum Beispiel Firefox oder Chrome installiert, bekommt als voreingestellte Suchmaschine Google-Suche mit auf den Weg. Installiert ihr den Microsoft Edge Browser, wird hier Bing als Suchmaschine voreingestellt. Wer die Linux-Distribution Linux Mint installiert, bekommt Yahoo als Standardsuchmaschine in Firefox vorkonfiguriert. Yahoo und Microsoft Bing kooperieren, sodass die Suche über Bing und die ausgelieferte Werbung über Yahoo läuft. Das sind nur einige Beispiele für populäre Produkte, die sich großer Verbreitung erfreuen. Als gemeinsamen Nenner finden wir US-Suchmaschinen von Google und Microsoft. Zufall ist das nicht. So zahlen die Suchmaschinen für die Auslieferung ihrer Lösung. So erhält die Mozilla Foundation einen Großteil ihrer Gesamterlöse eigentlich vom Mitbewerber Google, da die Google-Suche voreingestellt ist in Firefox und die meisten daran scheinbar nichts ändern in ihrem Browser. Linux Mint erhält von Yahoo entsprechende finanzielle Zuwendung für das Ausliefern von Yahoo-Suche als voreingestellte Suchmaschine im Firefox-Browser. Welche Alternativen gibt es noch? Es gab in den letzten, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahren unzählige Suchmaschinen, die heute alle tot sind. Beispiele sind hier Spider, Fireball oder AOL-Suche. Doch glücklicherweise müssen wir uns nicht mit Leichenflederei beglücken. Es gibt auch heute noch interessante Alternativen, die jedoch nicht ein Konkurrenzprodukt liefern. Vielmehr baut man zum Teil auf Google oder Bing auf und flanscht oben sein eigenes Ding drauf. Zu diesen Alternativen zählen zum Beispiel DuckDuckGo, Escosia, MetaGer, Quant und Startpage. Auch gibt es noch T-Online und Web.de als Suchmöglichkeiten. Wir gehen nun kurz die aussichtsreichsten Kandidaten durch. Ecosia ist eine ökologische Suchmaschine, die auf Bing von Microsoft aufsetzt. Ecosia wirbt mit dem Motto: Lasst uns Bäume pflanzen. Darunter ist zu verstehen, dass das Unternehmen 80% seines Einnahmenüberschusses für Naturschutzprojekte mit gemeinnützigem Charakter spendet. Ecosia ist ein deutsches Unternehmen, entsprechend ist die Datenschutzrechtslage klar. Dennoch erhält Bing neben der Suchanfrage die IP-Adresse des Nutzers. DuckDuckGo. DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, die mit anonymer Suche wirbt. DuckDuckGo will nicht von den Nutzern profitieren und zeigt tatsächlich Ergebnisse aufgrund der Suchanfrage an und nicht anhand von möglichst profitablen Ergebnissen, die ein dafür getrimmter Algorithmus errechnet hat. Die Suchergebnisse speisen sich nach Eingabe aus über 400 individuellen Quellen, darunter aber vermutlich primär aus Bing. DuckDuckGo speichert keine IP-Adresse und auch keine Informationen über den Benutzer, hat aber seinen Sitz in den USA und unterliegt somit den dortigen Gesetzen. Inwiefern anonyme Suche und die Rechtslage vor Ort in Einklang kommen können, ist die Frage, die die Nutzer von DuckDuckGo sich stellen sollten. Quant. Quant ist eine Suchmaschine mit Fokus auf Datenschutz. So speichert Quant nach Eigenangabe keine Daten, setzt lediglich ein Sitzungscookie, was am Ende der Sitzung gelöscht wird. Die Infos zum Nutzerverhalten, ebenso die IP-Adresse, werden nicht dauerhaft gespeichert, wobei unklar ist, für was für eine Zeitspanne sie gespeichert werden. Quant setzt auf Bing auf und liefert wie DuckDuckGo keine personalisierten Suchergebnisse, sondern die tatsächlichen Suchergebnisse. Quant hat seinen Ursprung in Frankreich und unterliegt der EU-Rechtslage wie DSGVO. Die Haupteinnahmen stammen aus Werbeeinnahmen von Bing. Startpage. Startpage ist eine Suchmaschine mit Fokus auf Datenschutz. So sollen anonymisierte Google-Suchergebnisse ausgeliefert werden. Startpage finanziert sich über Werbung, aber nicht über personalisierte Werbung, sondern über nicht personalisierte Werbung. Startpage erfasst keine IP-Adressen und speichert nach Eigenangabe auch nichts und verzichtet auf Cookies. Betreiber von Startpage ist das niederländische Unternehmen Surfboard Holding BV. Anteilseigner von Surfboard Holding BV ist System1 LLC mit Firmensitz in den USA und seines Zeichens Werbepartner von Google. System1 hat somit eine Mehrheitsbeteiligung an Startpage.
Die Surfboard Holding BV unterliegt europäischem System One US-amerikanischem Recht. Für US-Nutzer gibt es in den USA gehostete Server. So scheint eine juristische Trennung im Sinne nach dem Patriot Act und Freedom Act formal zu existieren. MetaGer. MetaGer will mehr sein als nur eine Suchmaschine. Der Betreiber ist der Verein Summa e.V., der MetaGer in Kooperation mit der Universität Hannover betreibt. MetaGer speichert nach Eigenangaben keinerlei personenbezogene Nutzerdaten. Die IP-Adressen werden anonymisiert, sodass diese keinen Aufschluss über den Nutzer geben können. Nutzertracking gibt es nicht und die Server stehen in Deutschland, was eine klare Rechtslage verschafft. MetaGer durchsucht 20 bis 30 andere Suchmaschinen gleichzeitig, wobei man diese einstellen kann. Unter anderem wird auch auf die Suchergebnisse von Bing zurückgegriffen. Der Quellcode von MetaGer ist auf GitHub abrufbar und somit nachprüfbar. Web.de. Web.de ist bekannt als deutscher Freemail-Anbieter. Die Suchmaschine ist ein essentieller Bestandteil des gesamten Web.de-Nutzerangebots. Über den Umfang der Suche hält sich das Unternehmen etwas bedeckt. Es werden nach Eigenangaben gezielte und schnelle Ergebnisse geliefert, leider ohne näher auf den Ursprung einzugehen. In den Einstellungen der Suchmaschine wird erläutert, dass Cookies gesetzt werden. Darüber hinaus werden pseudonymisierte Nutzerdaten generiert, die zum Betrieb und der Nutzung von Web.de helfen sollen. Ferner setzt Web.de auf interessensbasierte Werbung gemäß den Angaben in der Datenschutzerklärung. Aufgrund des deutschen Firmensitzes ist die Rechtslage zumindest klar. T-Online. T-Online ist ein Nachrichtenportal, das in Deutschland aufgrund des Namens eine hohe Reputation genießt. T-Online bietet auch eine Suchmaschine an. Für den Betrieb werden Daten, wie zum Beispiel IP-Adresse und Sitzungscookie, erhoben. Diese werden nach Angaben in der Datenschutzerklärung eingesetzt, um relevante Suchergebnisse und personalisierte Werbung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des deutschen Firmensitzes ist die Rechtslage zumindest klar. Welche Suchmaschine ist die beste Suchmaschine? Es ist schlicht unmöglich, die beste Suchmaschine zu küren, wenn die Nutzeransprüche abweichen. Wer großen Wert auf Privatsphäre und Datenschutz legt, wird einen anderen Anspruch verfolgen, als wer möglichst das beste und am meisten auf ihn zugeschnittene Suchergebnis haben möchte. Wer von den ökologischen Aspekten von Ecosia überzeugt ist, hat seine Wahl ja eh bereits getroffen. Die Mammutaufgabe ist hier, den besten Kompromiss zu finden. Insgesamt kann man schon festhalten, dass alle datenschutzfreundlichen Alternativen auch sehr präzise Ergebnisse liefern. Es ist also durchaus eine Empfehlung, mal MetaGer, Quant oder Startpatch auszuprobieren, wenn man seine Suchergebnisse etwas vor dem Wissensdurst einiger Unternehmen verschleiern möchte. Die perfekte Suchmaschine gibt es nicht. Auch SearchX zum selber Hosten hat seine Schwächen und wurde hier jetzt bewusst nicht explizit erwähnt. Letztlich läuft es auf ein Ausschlussverfahren hinaus, welche der Alternativen einem die besten Resultate liefert. Ein Versuch kann nicht schaden. Dazu möchte ich alle anregen, einfach mal ausprobieren, die verschiedenen Alternativen und dann das für sich beste Ergebnis zu verwenden. Es lohnt sich. Das war der heutige Michel Franken Technologie Podcast. Dienstag ist Podcast-Tag. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!